Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück hier in meinem Chaos in Cyberpunk. Und zwar sind wir in einer Nebenmission in einem ja, sehr verwinkelten und skurrilen Club und suchen jetzt das Büro. Ah, okay, cool. Da laufen wir jetzt einmal im Kreis. Aber hier gab es doch noch ein paar Türen. Gab's doch. Genau, ich glaube, dass wir durch diese Tür durch müssen. Und wo führt diese Tür hin? Ah, jetzt verstehe ich. Ja, gut, gut, gut. Das ist dann die Küche. Okay, dann müssen wir hier rein. Was ist hier los? Warum hat das einen Glitch? So, das Gute ist, wir haben ja natürlich jetzt auch so ein paar Fähigkeiten schon am Start, die wir einsetzen können. Ich suche sowas wie einen Tresor. Gut, den werde ich hier jetzt nicht finden. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gerät sein könnte. Ah, auch hier kommen wir in die Küche. Gut, viele Wege führen in die Küche. Jetzt lass uns mal gucken. Fernseher. Es sieht ja so ein bisschen nach Kamera hier aus. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja, wobei, wir haben es ja ausgestellt. Okay, wir haben es ausgestellt. Aber es ist sehr viel Brennbares hier. Boah, was ist das denn? Oh mein Gott. In diesem Raum würde mir ja keiner abgehen. Speziell, sehr speziell, die Puffbude. Ich verstehe kein Wort. Gibt es Leute, die das verstehen, was hier geschrieben wird? Was ist das? Ein Koffer. Altmodisches BD-Headset. Tja, man kennt's. Hat irgendjemand vergessen hier? Meint es polnisch oder russisch? Hier ist noch eine Tür. Öffnen, verschlossen. Haben wir sonst noch eine Tür? Achso, da waren wir drin. Es ist übelst verwinkelt. Crazy. Ziel hat keinen Strom. Gut, das wollte ich wissen. Ja, guck mal, dann lass uns hier nochmal in diese... Oh. Haben wir BD gefunden? Und sie setzt es einfach auf. Ich habe Angst jetzt. Ich will in kein Porno rein. Wie? Scheiße. Wie? Alles okay? Wie? Komm schon. Hörst du mich? Atmen. Was setzt du es auch einfach auf, Mädchen? Wenn du mich fragst, hatte Ryan keinen Herzinfarkt. Habe ich ja von Anfang an gesagt. Aber... Jemand hat sein BD gespiked. Hat ihn erledigt. Fuck. Glaub, du könntest recht haben. Krass. Komm. Cybermord. Kann man das so sagen? Cybermord? Müssen wir jetzt Büro noch finden? Vielleicht... Doch, wir müssen es mal noch finden. Okay, das hat sich ja mega gelohnt, hier in dem Raum. Guck, Natur... Ah, siehste. 98, 45. Ein paar Inhalatoren. Und hier kommen wir in den Bereich. Ah, hier liegt aber viel Zeug. Ja, du hast zu viel. Kein Problem. Dann gehen wir ins Inventar, in den Rucksack und werden mal ein paar Waffen. Qualität gut ist der ist absteigen sortiert.
Können wir eigentlich vielleicht jetzt auch schon mal wieder ein bisschen was verbessern? Upgrades. Ich würde sehr gerne nämlich... Ich würde voll gerne mein Katana aufbessern und nicht genügend Komponenten. Die fehlen alle. Okay. Schade. Sehr schade. Okay, dann ist das so. Dann sammeln wir noch ein bisschen Zeugs. Und räumen die Bar aus. Schon wach an diesem miesen Nachmittag? Geil, läuft hier einfach Radio. Eine Fata Morgana? Nein, Freunde, hier die Sonne ist auch scheint gefährlich. Wirklich. Also, stöpselt euch aus, geht raus und genießt das echte Wetter. Kultur? Also, hier müssen wir dann wieder rein. Ah, guck mal, ist ein anderer Raum. Nee, warte mal. Nee, gar nicht wahr. Ah, wir waren hier. Okay. Stehst im Weg. Weil wir werden natürlich jetzt hier so einen Aufruhr machen, dann... Nee, das war die Tür, die ich durch bin. Wo müssen wir hin? Da. Hier? Ist das das Büro? Sieht aus wie ein Büro. Ja. Irgendwie. Wir suchen Computer. Die sind das Wichtigste. Ich hab Kaugummi gefunden. Und Feuerzeug. Da ist ein PC. Also, lokales Netzwerk. 2 Überwachungssysteme. Online. Wir schalten es aus. Gibt's Nachrichten? Doch, viele Nachrichten. Wo bleibt die Knete von Queen Hyena an Welton Holt? Holt, wir haben die Datei, die du haben wolltest, und den Rest zerstört. Kaputter geht's nicht. Wo bleiben die Eddies? Die anderen fragen sich langsam, ob wir von wem anders nicht mehr Geld bekommen hätten. Viel mehr. Also, wo bleibt die verfickte Knete, Holt? An alle, heute und morgen frei. Francis Delcato an Werkstattsicherheit. Wir müssen heute früher schließen. Die Gäste habe ich schon nach Hause geschickt. Das restliche Personal ist auch bald weg. Ich warte im Moment auf ein paar Leute. Aber eins doch, wenn sie kommen, schick sie direkt zu mir nach unten. Dann geh auch nach Hause. Sag denen in der Werkstatt Bescheid, dass sie morgen auch frei haben. Und zwar alle. Ich melde mich, wenn sich alles geklärt hat. Bis dahin halt die Füße still. Okay. Wichtig, sofort lesen. Welton, ich habe ein riesiges Scheißproblem. Ich glaube, Ryan ist tot. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass er tot ist. Er ist hergekommen und direkt in seine Kabine. Ganz allein, ich schwöre. Aber nach 5 Stunden habe ich mich schon echt gewundert. Normalerweise bleibt er höchstens 2. Also schaue ich rein und der Typ ist verfickt nochmal tot. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Also der ist an diesem BD gestorben. Krass. Ja gut, dass wir es überlebt haben, ne? Gemeinsamer Freund, Besuch heute. Unser gemeinsamer Freund möchte heute Abend in den Club kommen. Er ist nach dem Vorfall heute ein wenig mitgenommen, also soll er bitte nicht gestört werden. Wir möchten ein privates Zimmer, gemütlich und vertraulich. Kein Problem. Sicherheitsvorschriften. Der Club wird immer beliebter und wir bekommen immer mehr VIPs. Selbstverständlich ist das an sich gut, aber das heißt nicht, dass wir unvorsichtig werden dürfen. Gestern ist es einer nicht identifizierten Person gelungen, in den Club einzudringen und sich über 20 Minuten lang dort aufzuhalten, bis es jemand gemerkt hat. Das ist inakzeptabel. Ich wiederhole, ihr verliert kein Wort über den Club, ohne Einladung kein Zutritt. Verdächtige Personen sofort der Security melden. Ihr verliert kein Wort über den Club und nochmal, ihr verliert kein Wort über den Club. Okay, kein Wort über den Club, kein Wort über den Club. Yep. Steif wie ein Brett. Ist seit mindestens einer Stunde tot. Nein, keine Traumakarte. Hatte sie sicher absichtlich nicht dabei. In so einem Club will man nicht, dass Traumateam die Tür eintritt, wenn es gerade richtig zur Sache geht. Das Herz, denke ich, hat sich wohl etwas übernommen. Okay. Ja, machen wir so. Rechtsmediziner wird ihn zu Hause finden. Ich sag ihm, was er schreiben soll. Friedlich im Schlaf gestorben. Die Jungs bringen ihn weg. Nein, keiner wird was merken. Quatsch.
Yep. Ja, ich melde mich später. So sieht das aus, Freunde. Ich finde es ja geil, dass wir hier jetzt auch mal so eine Sicherheitsaufnahme sehen können. Ist sie jetzt schon vorbei? Oder geht die von vorne? Ich weiß nicht. Krass. Das finde ich richtig geil, dass da jetzt auch so eine Sicherheit, also so eine Kamera Dings hochgeladen sind. Ah ja, okay. Da haben wir jetzt bloß keinen Ton. Ach, verrückt. So, Dr. Fingers. Was denn, Denji? Was? Night City Shinto Shrine. Oh, das haben wir noch nicht gelesen. Der erste Shinto-Schrein von Night City. Der Denya Jinja ist dem Kami des Chroms, der Nacht und der Elektrizität gewidmet. Hier können sie ihren Lebensenergie auftanken, indem sie Kraft aus alten japanischen Traditionen kombiniert mit modernen Elementen ziehen. Entstanden aus der Synthese von Metall und Neon ist der Denya Jinja der ideale Ort zur Selbstfindung im Chromzeitalter. Auf dem Gelände können sie Maneki Neko und Omamori-Amulette erwerben und ihr Go Shuincho stempeln. Das ist wie chinesisch rückwärts. Gegen eine zusätzliche Gebühr führen unsere Shinto-Priester auf Wunsch Rituale durch, um böse Geister zu vertreiben. Segnen Baustellen für Privatpersonen und Unternehmen und vollziehen Hochzeiten. Hört sich aber geil an. Shinto-Schrein, da würde ich auch voll gerne hin. Verkaufsautomat mit Nahrung und Getränken befinden sich auf dem Schreingelände. Shinto. Aber gibt es da auch eine Adresse? Das würde mir jetzt auch fehlen. Hinweis, Touristen, die den Schrein betreten möchten, sind zum Kauf einer Eintrittskarte verpflichtet. Aber wo finde ich den? Wo finde ich den Schrein? Ist sie jetzt auf den Monitor geklettert? Lady, was ist bei dir denn falsch? Das kennen wir. Was ist das? The Shuttle Dock. Erstes BD-Bordell. Bestellung, keine Registrierung. G und F willkommen. Weil ab und zu gucke ich ja einmal in die Rechner, ob wir ein paar Seiten sehen, die wir so noch nicht kennen, ne? Immerse Fetische, die du willst oder noch nicht kennst. Wir haben alles. Sex, Mord. Finde Himmel und Hölle im Shuttle-Dock. Erlebe die Ekstase des Mordes. Sei ein Gott mit unendlicher Macht. Wirf dich in den Emotionsvortex. Spüre krankeste Gedanken. In BD-Geschichte. Dominanz, endlose Orgasmen. Aber wer will denn... Also wie krank ist das denn? Überleg bei BD über Mord? Trau dich. Du weißt, was du willst. Finde die Angst, die dich befreit. Also ist auch ohne Komma und Punkt geschrieben, ne? Blut, Orgien, Langzeitbelichtung, außerkörperlich im Meta-Orgasmus. Okay. Über uns. Red Room. Aber hier oben kann man nicht raufklicken, ne? Nee. BD 8910 für alle mit Geschmack. Oh, wir können es runterladen? Aufgrund von Berichten über die nicht autorisierte bla 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 bla. Okay, gut. Dann möchte ich nochmal gucken. Also, wir können es nicht runterladen. Wir dürfen nicht. Für alle mit Geschmack. Amateurmord. Messer real feel. Messer real feel. Junge weiß nicht, dass er nie wieder aufwacht. Illegal in Nusa, Details nur nach Anzahlung. Cyberkehle, Asphyx, brutales Spanking, teures Chrom. Okay, was ist jetzt Hard Candy? Opferperspektive, Emotionen, Morde. In sie eingeklinkt, Augen rausschneiden, Wahnsinn, ach so, das sind die Tags wahrscheinlich, um das zu finden. Wahnsinn, gemischte Gefühle, Schmerz, Ekstase. Ausland, Folter, Militär, plündert Dorf. Oh, krank. Opfer, Mörder, Erlebnisse verbunden im Dschungel, stundenlanges Material, Amputation, Elektroschock, endloser Trip. Aber wer will denn sowas überleben, erleben? Also, so krank wie das ist, aber ich könnte mir auch das teilweise irgendwie real vorstellen. Weil, weil das sind einfach so eine extrem krassen, also... krassen Sachen. Ich glaube, also das sind jetzt mehrere Sachen. Ich glaube, da spielt zum einen irgendwie die Sensationslust so ein bisschen mit rein. Wir Menschen sind ja irgendwie sensationslustig. Das Interesse, dass man sagen will, oh, es passiert mir ja nicht am eigenen Leib, aber mich
würde schon interessieren, wie sich sowas anfühlt. Andererseits glaube ich auch einfach, dass in dieser Welt sind da alle irgendwie so extrem abgestumpft, dass sich nichts mehr kickt. Und um gekickt zu werden, weißt du, Drogen sind irgendwie gefühlt legal, um gekickt zu werden, brauchst du vielleicht in dieser kranken Welt einfach immer extremere Sachen. Richtig krank, einfach krank. Und darauf ist wahrscheinlich dann auch keine Straftat offiziell, ne, weil es ist krank. Will entkommen, kann nicht, wird gezwungen, zerstöre Hoffnung, Wunsch nach Flucht, einzigartige Erfahrung. Illegal, Todesstrafe, Opfer, Masochist über Schmerzlimit hinaus, zerstörte Unschuld, Schmerzen, Tränen, Unterwerfung, Latexbefehle, zerstört ihre Würde und mehr. Okay, und was ist Gone Darker? Brutal, hart, so heiß wie sein muss, Schwanzgeflüster, Gottesanbeterin, schneidet dir Eier ab. Was? Keine Implantate, Sex mit Implantaten, totale Demütigung, Sinnesreize, Feedback, super extrem, Promi, Skandal. Martin fickt für dich jedes Loch. Beliebt Martin macht's auf jeder Art. Schuldgefühle. Verschiedene Genderimplantate verbunden. Er drosselt sich tot. Vagina dentata. Statt Hakuna Matata. Vagina dentata. Verführt leichtgläubigen Jungen. Irrer Scheiß Straßen. Night City, sie weiß es. Die Nichtrache nach Jahren der Demütigung. Keine Regeln. Trippy Vortex, Titten und Schwänze, Bewegungs... Oh, dieses Video wird schon wieder so gesperrt. Bewegungsunfähig, du gibst Befehle, entscheidest Elektrizität und Wasser. Also läuft alles irgendwie auf Mord und harten Sex raus. Und Demütigung und Folter. Schick uns deine Aufnahme und verdiene Geld, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Eieieiei, aber ich bin froh, dass wir diese Seite gelesen haben. Was, US Cracks? Diskografie, also irgendwas Musik... Carrie Ardan Bushido? Was? Full Body Conversion. Das sowjetische Konversionszentrum SKZ bietet sichere und zuverlässige Vollkörperkonversion VKK an. Jedes Jahr führen wir die Prozedur fast 250 Mal durch. Es ist unser Privileg, die beeindruckenden Fortschritte der sowjetischen Wissenschaft allen Bürgern der Union, der sozialistischen Sowjetrepubliken ebenso wie Ausländern mit Ausnahmen zur Verfügung stellen zu dürfen, ganz unabhängig von ihrem gesundheitlichen Zustand, weil du hast nämlich an manchen Rechnern in verschiedenen Arealen natürlich auch verschiedene Webseiten, die du vielleicht nur an diesen Orten lesen kannst. Deswegen gucke ich da immer mal wieder rein. Wo werden unsere VKK-Prozeduren durchgeführt? Das sowjetische Konversionszentrum befindet sich in Abakan in Sibirien. Da hätte ich auch Bock drauf. Es wird von Dr. Stanislav Federov geleitet, dessen Kenntnis und Erfahrung herkömmliches Lob bei Weitem überschreit. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er über 1000 Bergarbeiter gleichzeitig für die Arbeit unter extremen Bedingungen ausgestattet hat. Wie bezahlt man eine VKK? Dafür gibt es zwei Optionen. Erstens kann man sich in die VKK-Warteliste eintragen lassen und sich als Arbeiter in einer sibirischen Mine verpflichten. Die Bewerbungen werden einzeln geprüft. Die zweite Option besteht darin, für den Eingriff bar zu bezahlen, in sowjetischen Rubeln. Wir weisen darauf hin, dass VKK-Prozeduren in der UdSSR günstiger sind als in Japan oder den früheren Vereinigten Staaten von Amerika. Warum? Weil sowjetische Technologie viel fortschrittlicher ist und in bewährten Ripperdoc-Kliniken im SKZ in Abakan Tag und Nacht gearbeitet wird. So, ich muss mal kurz meinen Schuh ein wenig öffnen. Ich schwelle gerade ein wenig an. Ja, so viel Sex, da wird sie zum Schwellkörper. Nein, ich habe doch Herzschwäche, wisst ihr doch, ne? Und da ist das Problem, gerade durch Sitzen fängt man dann an, gerade so in den Fingern und Füßen und Beinen ein wenig anzuschwellen und aufzuschwemmen. Und wenn der Schuh dann ein bisschen eng ist, kann das sein, dass er dann irgendwann nicht mehr passt. Ja, sehr unangenehm. Aber it is what it is. So, kannst du nichts dafür, wenn du kaputt auf die Welt kommst. Da hätten sie mir, weißt du, ich hätte da gerne, sehr, sehr gerne irgendwie neue Organe gehabt. So, und Etsy Sports interessiert uns nicht. Okay, alles klar. So, nur damit ihr Bescheid wisst. Es ist immer noch sehr, sehr eng. Ich sollte vielleicht einfach die Schuhe ausziehen. Warte mal, ich werde mal kurz meine Schuhe ausziehen. Was tut sie denn jetzt, werden sich einige fragen. Ja, zeig Klettverschlussschuhe an. Ich habe Schuhe, die ich eigentlich einlaufen wollte oder zumindest eintragen wollte. Dachte ich mir, kannst du doch neben dem Let's Play anziehen. Jetzt kriegt mein Fuß nicht hier. Das Problem ist, wenn du so voll verkabelt bist. Au, ah. Witzigste Sequenz des Videos. Dirty zieht ihre Schuhe aus. So. Ah,
Oh, ist das toll. Oh, ist das gut. Wer braucht denn dreckige, schmutzige BDs? Aber die Schuhe ausziehen. Und Freiheit für die Stinkebauken. Meinst du, gibt's noch mehr? Vielleicht. Ich glaube, zumindest oben gibt es irgendwie noch eine Kamera, aber ich glaube, die ist ja offline. Sieh dir die Sicherheitsaufnahme an, aber... Gibt's ja keine mehr. Ist das jetzt zu? Hörst du mich da wieder rein? Ah, von hier wäre er auch reingekommen. Okay, I understand. Ein Pokerchip war da drin. Alter, dieses Ding ist krass. Aber... Also, wir haben uns die Aufnahme ja jetzt schon angeguckt. Gibt's noch mehr Aufnahmen? Na sowas. Der kommt mir bekannt vor. Wie? Ich bin nicht in Stimmung für Witze. Da war doch jetzt auch ein Bug, oder? Erzähl das nicht. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Gehen wir. Ja, wir können verlassen. Lass uns abhauen. Wir haben alles gesehen. Ich habe vorhin einen anderen Ausgang gesehen. Uah! Warum hat sich mein Gehirn schon wieder ausgeschaltet? Weiß das jemand? Ich hätte gerne irgendwie noch ein Safe gefunden, aber ich glaube, hier gab es keinen Safe. Hallo? Ach, Ladebildschirm, okay. Ugh, wie verwirrt sie ist. Schieb mir das auf meine dicken Füße. Auf meine fetten Füße. Habe ich geschlafen? Oder habe ich, was war die jetzt Phase? Alles okay bei dir? Redest du auch mit mir? Hallo? Fuck. Hä? Was denn jetzt? Oh. Hängst also immer noch mit dir ab? Klappe, Harold. Ich weiß, was du getan hast. Ich werde nicht fragen, warum du es vertuscht hast. Oder wie du in den Schlamassel geraten bist. Sag mir nur, wer es befohlen hat. Was kümmert's dich, River? Dein Gewissen ist doch blütenrein. Du kannst nachts ruhig schlafen. Und warum? Weil ich alles auf mich genommen habe. Du hast echt keine Ahnung, wie diese Stadt tickt. Hältst dich für einen Idealisten. Glaubst du, das bedeutet irgendwas? Tut es nicht. Hat es nie. Hey, guck nicht so, Söldnerin. Du weißt, dass ich recht habe. Ich kenne diese Stadt in- und auswendig. Dann weißt du ja auch, wie es läuft. Im Rathaus, auf der Straße, dieselben Regeln. Ryan wusste das auch. Er hat für die Stadt gekämpft. Manchmal sauber, manchmal dreckig, aber immer mit Herz. Er hat's nicht verdient, so erbärmlich abzutreten. Ryan war ein Arschloch, aber eins, das was bewirkt hat. Kann mich noch an die Zeit vor seiner Wahl erinnern. Und daran, wer die Militech-Panzer gestoppt hat, als sich die NUSA Night City krallen wollten. Wie? Danke für die Hilfe. Aber hier geht's nicht um dich. Ich kümmere mich drum. Und wie, hä? Nimmst du mich jetzt fest? Ich habe die Aufnahme, ein Motiv und ein Geständnis. Also ja, vielleicht. Wobei es nicht viel bringen würde. Du musst mir nicht mal sagen, wer es befohlen hat. Ich weiß es schon. Und da selbst der Chief die Finger da drin hat, melde ich's direkt der Dienstaufsicht. Die werden auch nichts tun. Mir jedenfalls. Aber dich haben sie danach im Visier. Geh nach Hause, Walt. Schlaf drüber. Morgen siehst du es mit anderen Augen. Ich bin jedenfalls weg. Fuck. Schon wieder sehr strange Geräusche im Haus. Ja, man ist immer so ein bisschen hellhörig, zwecks Einbruch und solchen Sachen, weißt du? Also, was jetzt? Ich lass nicht locker. Kann ich nicht. Holt hat Ryan ermordet, wollte seinen Posten. Das älteste Motiv der Welt.
Scheint mir logisch. Das NCPD hat die Spuren verwischt. Immer noch neblig. Ich glaube auch, es war Holt. Er war scharf auf den Posten. Ich melde das der Dienstaufsicht. Sollte reichen, um den Fall wieder aufzurollen. Das heißt, wir gehen nicht zum Markt? Mach das. Was hast du jetzt vor? Meldest du dich jetzt bei den Perales? Ja. Okay. Ich bleib noch hier und beobachte. Danke, Vi. Pass auf, kannst du gleich mal zuhören. Ah, geht nicht ran. Hier ist Vi. Wegen Ryan. Ich habe eine Ahnung, was passiert ist. Sehr gut, komm bitte vorbei. Die Sache ist heikel. Wir besprechen das lieber persönlich. Beeil dich bitte. Okay. Juti, begib dich zum Apartment der Perales. Oh, da habe ich ja Bock drauf. Oh mein Gott, weißt du, wie krank ich mir das vorstelle? Da sind ja so eine Etepetete, Leute, ne? Das wird, glaube ich, ultra gut. Dann mal los. Aber wo muss ich lang? Ich muss hier hoch? Ja. Ist eine richtig schöne Mission, muss ich sagen. Ne? Ist eine richtig, richtig geile Mission. Also die Nebenmissionen machen sich. Die machen richtig Fun. Wir müssen auf jeden Fall dann irgendwie auch mal nach Hause und Zeugs loswerden, weißt du, ich meine. Aber da bin ich jetzt gespannt, wie das bei denen zu Hause aussieht. Ich hoffe, die Entscheidung war klug, dass ich gesagt habe, er soll das der Aufsichtsratsbehörde melden. Wie hättet ihr entschieden? Hättet ihr es genauso gemacht? Weil man hätte natürlich sagen können, nee. Schade, dass wir nicht nochmal beim Markt geguckt haben, aber ich glaube, da hätten wir keine Infos bekommen. Weiß ich meine? Und es ist krass, dass immer noch Nebel hier ist. Und du kannst überhaupt nichts sehen. Also richtig guter Nebel. Es gibt den guten Nebel und den schlechten Nebel. Nein, also weißt du, was ich meine? Nebel, halt. Ich liebe sowas. Das sind so eine kleinen Details, die machen mich halt echt happy. Und das macht auch echt Spaß. Aber wo sind eigentlich Autos? Irgendwie sind jetzt Autos weniger geworden. Merkt ihr das? Das ist tatsächlich auch was, das wurde... wurde bemängelt. Ich habe es gelesen. Und zwar hat CD Red Projekt ja mit dem letzten Update, was kam, dieses Game wieder im PS4 Store reingenommen. Und da habe ich auf Instagram gelesen, dass die User sich so ein bisschen beschwert haben, dass die Stadt jetzt relativ tot wirkt, weil jetzt ganz viele Autos weg sind. Vielleicht ist das ein genereller Bug, weißt du, wie ich meine? Weil ich finde die Straßen tatsächlich für die Uhrzeit jetzt doch sehr leer. Oder auch Leute. Also es ging um Leute und... Sag nicht, ihr wohnt hier. What? Dann hast du es geschafft. Wenn du hier wohnst, hast du es geschafft. Wie krank. Ich will auch in so eine Wohnung. Dabei wohne ich... Ja, so schäbig wie die Wii. In einem Einzimmer-Apartment und... Hey, Ding Dong, ich bin da. Wir sind oben. Danke. Wir haben noch nicht mal was gesagt, weißt du, hätte jeder jetzt sagen können, ja, ich bin's. Oh, fick die Hähne, was ist das denn für ein krankes Haus? Ey, das sieht ja aus wie ein Hotel. Gut, die Werbung? Naja, es muss ich ja auch das Hotel wohnen, muss ich finanzieren. Oh, ist das krank. Oh, warte mal. Können wir hier rein? Schade. Meinst du, ist eine Wohnung? Aber... Ich werde dir nur eins sagen. Also... ja, was denn? Ich höre. Sag ihnen nichts. Misch dich nicht ein. Dieser Schlamm reicht tiefer, als du denkst. Im Schlamm? Wenn du nicht aufpasst, bleibst du stecken. Im Schlamm. Wenn ich ihnen nichts sage, bezahlen die mich nicht. Eben.
Wir kommen auch ohne Club. Nein. Du vielleicht. Ich brauche Geld. Ich brauche was zwischen die Beißer. Gut, mach was du willst. Du hörst ja sowieso nicht auf mich. Ich bin. Hallo, wie? Bitte komm rein. Was ist denn das? Mach's dir gemütlich. Was ist das? Jefferson kommt gleich dazu. Kamera? Warum ist es hier so diesig? Weißt du, das ist so krass, ne? So, die lebt hier, Etepetete, und unten, weißt du, hast du die Straßenleute. Oh, das ist das Schönste, was ich seit langem gesehen habe in diesem Spiel. Bitte, setz dich doch. Darf ich erst mal gucken? Das gibt doch einen Copyright-Strike mit der Musik. Das sehe ich doch jetzt schon. Oh, ist das geil. Oh mein Gott, ist das krank. Ich glaube, die haben auch eine richtig fette Außenterrasse. Also ich will ja nicht rumschnüffeln, aber mich so ein bisschen umgucken. Also ist das Kunst oder kann das weg? Ich habe eine eigene Bar. Aber so eine große Bar. Sieht ja aus wie so ein Puff. Die Chroniken von Titania. Gut, das Buch lasse ich euch, weil ich es schon kenne. Das ist der einzige Grund, warum ich es euch lasse. Steht hier einfach mal so ein fetter Flügel. Aber das muss auch krank sein. Aber spielt automatisch, ne? Oh, ist elektronisch. Guck mal, es sind einfach nur Boxen. Zu dem Regen. Aber selbst wenn du davor sitzt, ich finde die Position spannend. Du guckst halt voll zum Fenster raus. Ich will die Bilder nochmal angucken. Ich bin gerade richtig geflasht, einfach wie dieses Penthouse gestaltet ist. Die Kameras sind auch so anders krank. Geil. Einfach nur geil. Wenn ich das mal so sagen darf. Mille Piralis. Ey, die Bude ist ja echt mal knorke, ne? Ich würde vorher gerne mal rausgucken. Ach, schade, da komme ich nicht weiter. Ey, die Bude ist ja echt Wollen wir? Anders extrem. Okay, ich setze mich jetzt mal hin. Danke. Aber Ducke, so ein bisschen mehr Lampenhätte da einbauen können. Schön, dich zu sehen, Vi. Elisabeth sagt, du hast Antworten für uns. Ich bin ganz ohr. Es ist nicht hundertprozentig klar, was passiert ist. Wir brauchen keine 100%. Also? Was ist denn mit der Bezahlung? Naja, ich habe eine Vermutung. Ryan starb in einem Sexclub, an einem gespikten BD. Knallhart raus. Ganz sicher? Der BD hätte auch mich fast erwischt. Also ja, ganz sicher. Eine Ahnung, wer es war? Ich bin nicht sicher, aber vieles deutet auf Weldon Holt. Ich wusste es. Hast du Beweise? Nein, nur einen starken Verdacht. Mehr müssen wir nicht wissen, Jeff. Wir sollten vorsichtig sein und Holt im Auge behalten. Und wir brauchen mehr Security. Du hast recht. Wie immer hast du recht. Danke für die Hilfe, Vi. Dein Geld. Passt gut auf euch wie auf, viel hab ihr ich zwei. Bekommen? Und woher habt ihr von mir erfahren? Und was gibt's? Stand da gerade 11.000 irgendwas? Jiha! Hallo. Der ist ja richtig gelohnt. Also, wo waren wir stehen geblieben? Und jetzt werde ich hier einfach allein gelassen? Vorsichtig, bitte. Ich fühle mich gerade überflüssig. Toll. Benutzt. Gut, wir reden später weiter. Ich bin auch nichts anderes als eine Prostituierte. Sie haben mich bezahlt. Ich habe was gemacht und einfach sitzen gelassen. Das ist ja auch traurig. Und jeder geht dann seiner eigenen Geschäfte nach. Nein, nein, nein. Jeff war bis vor kurzem im Stadtrat. Er hat genauso sehr wie Ryan das Recht darauf, dort zu sprechen.
Kümmer dich. Na, nicht mal zur Tür werde ich gebracht. Ich könnte ja jetzt auch ein Bild einschicken oder sowas. Ihr vertraut mir ja echt. Ich will da rein. Meinst du, es ist das Klo? Ja, bestimmt ein geiles Klo. Bestimmt so ein selbstreinigendes Klo. Würde mich ja auch interessieren, wer hier noch so residiert in diesem Haus. Guck mal, da ist ein grüner Kreis auf der Karte zu sehen. Meinst du, er steht da vorne? Vielleicht. Mehrere. Oh oh, ich habe ja Angst, was passiert, wenn ich da jetzt rauskomme. Meinst du, Freund oder Feind? Ich weiß noch nicht genau. Irgendwie kann man hier so ein bisschen durchgucken, aber nur ein bisschen. Ist also anders krank. Einfach anders krank. Okay. Triff dich mit Takemura. So, das war die Nebenmission. Alter, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt einmal auf die gegenüberliegende Seite gehen. Hoffentlich nicht überfahren werden. Hier ist auch ein Ribbedark. Medical Assistance. Da werden wir mal reingehen. Und einfach gleich zum Doc gehen. Hi, Doc. Und mal gucken, ob wir uns sowas leisten können. Ich glaube ja eher nicht. Also pass auf. Betriebssystem hat sie vielleicht... Wobei, sowas brauche ich ja nicht. Was ist denn hier mit Armen? Ich will endlich mal Armzeugs haben. Was sind das? Gorilla-Arme? Schaden? Physische Angriffstempel? Chancen auf Bluten? Laden sich bei jedem Angriff auf. Wenn du einen schweren Angriff durchführst, richten sie Bonusschaden an. Aber muss ich dann die Hände benutzen? Mantis-Klingen. Die Mantis... Die Klingen. Ich will die Klingen. Ich will einfach die Klingen. Mit schnellen tödlichen Schritten zerstückeln. Oh, ich will die Klingen. Ich will die Klingen. Ich wollte, seitdem wir dieses Spiel spielen, diese Klingen haben. Ja. Ich will diese Klingen. Oh mein Gott, jetzt sind wir arm. Habe ich jetzt die Klingen in den Armen? Ich weiß nicht, was euch hier noch fehlt. Ich meine, ich fühle mich ja wie beim Friseur, wenn ich hier jetzt war und mir was Neues eingeklöppelt habe. Ich möchte das aber auch sehen. Ich brauche einen Spiegel. Ich habe die Klingen, Leute. Wie geil ist das denn? Ich bin jetzt der Übercyborg. Ich glaube, wir werden jetzt mal speichern. Und wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Ich habe mir aufgeschrieben, was bei uns so am... hatten wir Levelausstieg? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, gut. Hast du gesehen, wie die Brust gewackelt hat? Warte. Zack. Wong. Doing, 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 doing. Also, pass auf. Wir werden... Was brauchen wir denn da? Quick Hacks? Coolness? Ich glaube, ich werde mal in... Ich werde mal jetzt in Coolness aufleveln, weil da sind wir sehr weit zurück. Und ich werde mal jetzt hier in die Quick Hacks reingehen. Hatten wir hier noch irgendwas? Nein. Was haben wir denn bei Coolness? Kampfmaschine. Ist das passiv? Okay, dann lass uns einfach mal jetzt hier aufbessern. Und auch jetzt nochmal speichern. Nein, weißt du, was wir machen werden? Wir werden jetzt zu Judy gehen. Ich weiß nur nicht, ob wir es auswählen müssen oder ob wir sie anrufen müssen. Also gehen wir mal ins Journal. Ja, wie hieß die Nebenmission jetzt? Das ist jetzt eine gute Frage. Das Geschenk war es nicht. Besiege alle Gegner, um ins Finale einzuziehen. Aber Beat on the Bread? War das nicht das Rennen? Das haben wir doch schon gemacht. Warum steht die Quest doch hier? Wir haben die Rennen doch schon gemacht. Stimmt, wir müssen Victor auch bezahlen, ne? Begib dich zum Animals Club. Nee, offensichtlich ist das irgendwas anderes. So, Kampf in Arroyo. Kämpfe. Oh, kann ich mich gerade gar nicht erinnern, was das ist. Triff dich mit Kirk.
Kirk hatte ich angerufen, okay. Sieh nach, was los ist. Party. Sandras Datenbank. Bartmos. X-Faktor. Sprich mit Judy. Das werden wir tun. Und zwar, sie hatte uns ja zur Pizza eingeladen. Die klingen geil. Die Klingen sind richtig geil. Oh. Oh, wie fett sind die denn? Geil. Also, ich habe mir jetzt einfach mal fette Klinge in die Arme reingepackt. Ich weiß noch nicht, ob ich es bereue. Und zwar in so einem Etepetete-Laden hier, ne? Wir sind in... Wo sind wir denn überhaupt? Da. Ich glaube, das ist ja einer von den Ripper Dogs, wo ich mir immer schon mal was implantieren lassen wollte. Wo ist denn jetzt meine Karre? Weiß auch wieder keiner. Komme ich jetzt endlich an sowas hier ran? Immer noch nicht. Ich will das nehmen. Kann jetzt meine Karre bekommen, bitte? Ah, da drüben. Mann. Da, wo ich es geparkt habe, ne? Macht Sinn. Ist sie doof oder ist sie doof? Ja, sie ist doof. Doof und doof. Aber so siehst du die Klinge gar nicht, ne? Ja, ja, ist okay. Da ist so ein krankes Auto da gerade an uns vorbeigefahren. Ja, Judy hat ja was von Pizza gesagt. Da wollen wir jetzt auch sie nicht allzu lange warten lassen, ne? Also es sind tatsächlich wirklich weniger Autos hier unterwegs. Ne? Das ist natürlich blöd. Und auch weniger Leute. Also das muss auf jeden Fall mit dem letzten Update gekommen sein. Und wie ihr seht, ist es nichts, was irgendwie konsolenspezifisch ist. Das betrifft alle Spieler. Tja, dann ist das halt so. Schade, aber... Wir können es nicht ändern, weißt du? Wir können ja die Leute nicht auf die Straße zerren und vermehren. Aber macht so natürlich dann weniger Spaß, ne? Wenn es jetzt nicht ganz so viele Leute sind, wenn ab und zu nur mal ein Auto vorbeikommt. Ich schaff das. Ja, ist natürlich geil mit dem Motorrad. Können wir überall vorbeizwiebeln. Natürlich. Und es ist unser. Für immer und ewig. Was? Ich habe hier einen Mitsutani. Was willst du? Was bitte hast du? Regina, Regina. Ich sage doch, die Autos werden immer besser. Hey, hey, ich habe hier einen Mitsutani Shion, der ein neues Zuhause sucht. Ich will es nicht beschönigen. Die Kiste ist ein wenig durch. Die Vorbesitzerin hatte einen richtig schweren Bleifuß. Da ist das Auto ja bei mir in den besten Händen. Aber Motor, Radaufhängung, Bremsen, alles Wichtige ist in gutem Zustand, fährt sich wie ein Traum. Das Baby ist ein Klassiker und zwar ein ganz schneller. Perfekt, um die Bullen abzuhängen. Ach so, die Bodenverkleidung ist etwas fleckig. Könnte Kaffee sein. Oder Blut? Schwer zu sagen. Was willst du denn für das Schmuckstück haben? Ich nehme es natürlich nicht an, aber... Aber ich gucke mal im Journal bei Autos. Fahrzeuge. 75.000. Überleg dir mal. 75.000 Öcken. Wollen wir mal auf eine fette Karre sparen? Das ist bis jetzt das erste Auto, was ich schon mal gar nicht so schlecht finde. Klar. Also ich würde es natürlich erstmal Probe fahren wollen. Mitsutani Shion. Ich weiß nicht, ob wir das jemals schon mal gefahren haben. 75.000. Eher müssen wir wahrscheinlich erstmal bei Victor die Schuld bezahlen, weil ist auch ein bisschen assi, ne? Wir kaufen uns ständig neue Sachen.
und bezahlen den armen Victor, der uns aus der Scheiße geholfen hat, weißt du, zahl das nicht ab. Ich bin falsch gefahren. Aber guck mal, man ist definitiv viel, viel wendiger. Kann ich es auch kaputt machen? Das wäre jetzt die nächste spannende Frage. Ich brauche auch... Also, was ich auf jeden Fall auch brauche, vernünftige Klamotten. Weil guck mal, sie sieht ja aus wie ein Clown. Aber ich erkenne die Gegend wieder. Wir sind gleich da. Guck mal, der Nebel hat aufgehört. Uah. So, und jetzt da oben sind wir da. Du bist auch doof. Mann, einfach dumm. So. Aber vielleicht geht das ja auch nicht. Wir müssen mal gucken. Aber sie hat ja gesagt, wir sollen mit ihr reden. Oder ist das die Quest, die wir jetzt ausgewählt haben, die so ein bisschen verbuggt ist? Da war ja was, ne? Also, pass auf. Besetzt? Wie besetzt? Warten? Im Treppenhaus rumlungern, immer gut. Worauf warten wir jetzt? Etwas später benutzen wir erneut die Anlage. Hey, Dee. Komm rein. Die Pizza wird kalt. Ja, ich freue mich schon tagelang auf die Insekten auf der Pizza. Wir sind in der Küche. Wer seid ihr jetzt? Da bist du ja, sehr gut. Setz dich. Okay. Das ist Roxanne. Okay. Sie arbeitet schon seit Ewigkeiten im Club. Hi, Roxanne. Hallo. Hallo. Und du bist? Ah, den habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Hey, schön, dich kennenzulernen. Als ich gehört habe, was du im Clouds abgezogen hast, habe ich echt bedauert, dass ich da frei hatte. Wir schaufeln die Gratis-Pizza rein und hauen ab, okay? Standest du Evelyn nah? Ja. Ab dem Moment, als sie wieder im Clouds auftauchte, ging es bergab. Sie hätte nicht zurückkommen dürfen. Sie war doch frei. Aber tief im Innern war ich froh, sie wiederzusehen. Und jetzt fühle ich mich wie ein Idiot. Die sieht aber auch hart zusammengestückelt aus, oder? Bist du hier, weil du Rache willst für das, was passiert ist? Berechtigte Frage. Ja, sicher. Aber ich will auch einen normalen Job haben. Keine Angst und Tränen mehr. Hm, okay. Aktion gesperrt. Oh, weil? Den Leichengestank wirst du nie wieder los. Du machst doch viele kalt, oder? Was ist dein Geheimnis? Ist dieser unvergleichliche Feinsinn angeboren? Oh ja. Und trotzdem feile ich ständig daran herum. Seid ihr zwei bald fertig? Die Revolution plant sich nicht von selbst. Ich habe den Verhaltenschip so modifiziert, dass er Puppen ein Motorreflexsystem verpasst. Macht aus jeder Puppe einen knallharten 1A-Solo-Kämpfer. Faszinierend, oder? Was man alles beim Tunen vorgetäuschter Orgasmen für die Mox lernt. Geh damit bitte raus. Hier drin wird nicht geraucht. Kannst ja später lüften. Was ne Bitch, Alter. Egal. Brauch ich halt am Fenster. Was die überhaupt macht? Der Körper reagiert, als wäre er perfekt auf Bewegungsabfolgen trainiert. Aber so am Fenster, wollen Sie sich zum Fenster? Ich habe schon an Tom getestet. Die Chip-Impulse ersetzen jegliche natürlichen Reflexe und versetzen den Benutzer in einen Cyberpsychose-ähnlichen Zustand.
Aber im Grunde ist es dasselbe, wie wenn wir uns für einen Kunden aktivieren. Jede Tech hat Nebenwirkungen. Das ist nicht neu. Sag schon. Was kann passieren? Der Kampfmodus schaltet sich bei Gefahr automatisch ein und kann nicht deaktiviert werden. Das kann ich noch nicht umgehen. Das ist alles? Weiß nicht. Sicher kann man nur sein, wenn man monatelang mit vielen Leuten testet. Und es gibt ein ethisches Problem. Man könnte jemanden umbringen, ohne sich zu erinnern. Okay. Solos beherrschen mehr als nur Bewegungsabfolgen. Da laufen mehrere Dinge in Millisekunden ab. Logistik, Entscheidungen, geht nur mit jahrelanger Übung. Ich wette, die wird dein Chip kaum ersetzen können. Stimmt, aber was Besseres fällt mir nicht ein. Die Alternative wäre intensives Training, aber die Zeit haben wir nicht. Wie bist du nur darauf gekommen? Hab gelernt, wie im Cloud die Chips funktionieren. Sie kamen mir schon immer leicht modifizierbar vor. War eher überrascht, dass ich nicht schon in Maikos Büro die Idee hatte. Dein Glück bei all den Kameras und Mikros im Cloud. Die Tiger Claws würden solche Chips eher mit Schraubenziehern aus den Puppen holen, als solche Ideen zuzulassen. Okay. Das will ich sehen. Endlich spricht's jemand aus. Tom? Das habe ich aus einer Kung-Fu-Trainings-Virtu. Okay, jetzt habe ich Angst. Schon gehört? Letztes Jahr hat die Regierung von Night City die 32 Konzerne von der Einkommensteuer befreit. Und das einfach so. Hä? Mm-mm, das reicht nicht. Wenn ich mich auf Ninja-Puppen verlassen soll, muss ich das testen. Also, du willst kämpfen? Ganz genau. Aber lasst meine Bude intakt, okay? Ich mag's hier. Fangen wir an. Du musst jetzt echt kämpfen? Hä? Aber... Was zum... Ah! Bist du da? Kannst du mich hören? Habt ihr das gesehen, Leute? Die Stadtverwaltung denkt darüber nach. Ich sollte mal aufs Laufband. Wenn du was sagen willst, dann raus damit. Wer, ich? Ich bin gerade echt beeindruckt. Die letzte Nachricht des Tages wird Haustierbesitzer. Okay. Das beweist es. Der Chip funktioniert. Dann fangen wir an. Du hast eine Elite-Truppe aus 3 Kämpfern und einem Techie. Und jetzt? Wachen und normale Tiger Claws. Alle machen, entwaffnen, rausschmeißen und das Clouds dann übernehmen. Easy. Die Bosse kriegen ein Ultimatum. Ein Anteil der Profite dafür, dass sie sich nie wieder im Club blicken lassen. Und sich natürlich aus dem Management raushalten. Dachte ich mir. Ein halbgarer, verrückter Plan. Du denkst nicht weit genug im Voraus. Die Sicherheitsleute auszuschalten wird nichts bringen. Die Claws schicken nur mehr. Hiromi Sato ist der, den du willst. Hiromi Sato? Wer ist das? Der echte Cloud-Boss. Zeigt sich fast nie. Aber weiß über alles Bescheid, was im Club abgeht. Die Claws vertrauen ihm. Er ist einer von ihnen. Wir können versuchen, ihn zu überzeugen, aber ob er mitmacht, könnte klappen, wenn wir ihm genug Angst machen. Wo finden wir ihn? Wo finden wir diesen Hiromi? In seinem Apartment, H8 Megatower. Ah. Ganz oben im Penthouse. Verlässt sein Glashaus fast nicht. Glashaus? Aber ich werde rausfinden, wie wir da reinkommen. Ist die Frage auf der Straße? Ich will da rein. Der Plan könnte klappen. Maiko, du bist also auch an Bord? Sonst würde ich hier nicht meine Zeit verschwenden. Also, wie sieht's aus? Tom, Roxy, habt ihr euch entschieden? Ich muss noch drüber nachdenken. Ich habe noch nie einen umgebracht. Ich bin sowas von dabei. Wie? Bitte sag mir, dass du da nicht ernsthaft mitmachen willst. Du kannst... Bin dabei, Judy. Hatte ich doch schon gesagt, oder? Danke, Vi. Spar dir deine Dankbarkeit für später auf. Oh, ich arrangiere das Treffen mit Hiromi und melde mich dann. Dauert ein paar Tage.
Bis dahin. Winke, winke. Maiko, warte. Nimmst du uns mit? Fängt mein Relic schon wieder an? Ich glaube, ich krieg Migräne. Was ist los? Scheiße. Ich hab Angst, weh. Und ich hab Kopfschmerzen. Aber wo wir gerade bei Dankbarkeit sind, das, was ich dich bitte, ist nicht kostenlos, das weiß ich. Ich find's toll, dass du mir helfen willst, aber ich bin bereit, dich voll zu bezahlen. Okay. Ich finde das nur angemessen. Gut. Okay. Danke. Schön, dass du dran gedacht hast. Klar, gerne. Auto zahlt sich nicht von allein. Wie? Alles okay? Wie? Du siehst nicht gut aus. Das Amt, welches bisher für die Okay. Okay, geht schon wieder. Alles gut. Was zum Teufel? Wie? Bist du krank? Vielen Dank, dass Sie sich die N54. Ist vorbei. Vergiss es einfach. Es ist spät. Du bist müde. Wenn du willst, kannst du auf der Couch schlafen. Oh ja! Klingt super. Danke. Gar kein Problem. Fühl dich wie zu Hause. Gerade eben hat uns folgende Eilmeldung erreicht. Ein Kantau AV ist vor den Toren Night Cities abgestürzt. Die Schubdüsen des AV. Wenn wir aufwachen, ist immer noch die gleiche Nachrichtentante am Sprechen. Geht's mir jetzt besser? Das hört sich so an. Piloten war leider nicht erfolgreich. Die Überlebenden des Absturzes sahen sich einer Bande Nomaden ausgeliefert. Glücklicherweise konnte das überlebende Kantau Sicherheitspersonal den Angriff ohne weitere menschliche Verluste abwehren und sich in Sicherheit bringen. Ist dein Frühstück? Was für ein Frühstück? Schlafmütze? Morgen Schlafmütze musste los. Wollte dich nicht wecken. Habt ihr Frühstück dagelassen? Guten Hunger. Oh, Frühstück, das gönne ich mir doch jetzt noch. Was ist das? Ah, interessant. Sieht aus wie in einem Antiquitätenladen hier. Dann passt du ja prima ins Dekor. Die Braut hat Geschmack. Mit einer Ausnahme. Die da wäre? Wie sie dich anguckt. Tu nicht so, als hättest du es nicht bemerkt. Was? Wie? Komm, ich spür doch, wie du ganz wuschig wirst. Ach, Johnny, du bist doof. Ich hab auch nur auf der Couch geschlafen. Sieh mal einer an. Die Bushido-Sammlung im BD-Format. Die ersten drei sind mittlerweile Sammlerstücke. Oh, ja? Hi, River. B, hey. Ich brauch deine Hilfe. Scheint so. Was ist passiert? Wir sollten nicht übers Holo reden. Wir müssen uns treffen. Sag mir, wann und wo. Glenn, heute Abend. Ich schick dir die Details. Schaffst du das? Werd's versuchen. Danke, Wee. Bis dann. So, aber erst möchte ich hier jetzt nochmal... Einkaufsliste. Hochwertige Kontaktlinsen. Bojen mit Sensoren. Neurosignalverstärker. Bojen. Idee. Schmerztrennschalter für Puppen. Wenn die obere Schmerzgrenze erreicht wird, endet die Sitzung automatisch. Der Kunde muss ein Bußgeld zahlen. Oh, Evie, ich kann immer noch nicht fassen, dass du nicht mehr hier bist. Ich bereue alles, was ich getan habe und alles, was ich nicht getan habe. Warum habe ich dir bloß bei diesem Braindance geholfen? Warum habe ich zugelassen, dass dieser bescheuerte Diebstahl überhaupt zustande kam? Warum habe ich nicht gemerkt, was du geplant hast, bis es schon zu spät war? Warum habe ich dich nicht beschützt? Ich habe versagt und damit muss ich jetzt für immer leben. Bitte vergib mir. Oh, ist ein Abschiedsbrief. Clouds. Judy an Maiko. Ja, ich hab mich abgeregt und ich verstehe jetzt endlich, warum du deine Machtspielchen durchziehen und mich wie eine Psychoschlampe aussehen lassen musstest. Das musste ich erstmal runterschlucken. Aber jetzt, wo du deine Position klar gemacht hast, können wir darüber reden, was wir als nächstes tun. Trotz der Sachen, die du über Evelyn gesagt hast, scheint dir das Ganze ja echt an die Nieren gegangen zu sein. Judy, hör auf, mich zu provozieren. Auf einmal weißt du am besten, was mir wichtig ist und was nicht. Ich habe nicht mehr offen mit dir geredet, seit du beschlossen hast, das Clouds zu verbessern. Wer bist du jetzt? Hallo, wie? Hä? Huh? Jefferson? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ist was Privates. Okay. Klar doch. Okay. Worum geht's?
nicht über Solo. Komm vorbei, dann erkläre ich dir alles. Also, wir haben unseren Job gut gemacht, jetzt kommt er und es gibt mehr. Alles klar, auf Wiedersehen, tschüss. Er hört nicht mehr auf. Er will nicht auflegen. Bist du noch da? Ja. Ja, was... Ach so. Keine Angst, Jefferson. Ich helfe dir. Danke. Kommst du also? Weißt du noch wohin? Klar doch. Bin sofort da. Dream on? Boah, wer weiß, was er mit uns vorhat. So. Also, ich war ja... Hier, Clouds, da war ich. Wie immer hast du einen Plan, um die Welt zu retten, aber du erwartest von mir, dass ich die ganze Arbeit mache. Wenn du irgendwas verändern willst, von mir aus, aber erwarte nicht, dass andere dir die Arbeit abnehmen. Meld dich, wenn du einen Plan hast. Eine Söldnerin reicht nicht. Ich habe einen Plan, bei mir heute Abend. Dann sehen wir uns da. Eine Bedingung, du bleibst auf Abstand, wenn die Sache läuft. Dafür hat man Söldner. Du solltest langsam mal begreifen, dass du keine Entscheidung mehr für mich treffen kannst. Das ist mein Plan und ich setze ihn um, wie ich will. Du kannst mir entweder helfen oder kannst mir weiter erzählen, wie naiv ich bin, weil ich das System durchrütteln will und dass man für alles Zeit und Pragmatismus braucht. Aber weißt du was? Ich habe keine Geduld mehr für diese Scheiße. Warum willst du überhaupt, dass ich auf Abstand bleibe? Vielleicht will ich einfach nicht, dass dir was passiert. Oder vielleicht denke ich, dass du unberechenbar bist und irgendwelchen Scheiß machst. Kannst du dir aussuchen. Du weißt doch eh immer besser als ich, was ich warum mache. Mach mir nichts vor. Beratung? Ah ja gut, das haben wir alle schon gelesen. Ich will auch gar nicht hier zu lange jetzt drumherum gucken, kramen. Da habe ich einfach dieses... Ihr ganze Terrormusik hier nervt. Wusste nicht, dass sie Ahnung von Robotik natürlich. Hat. Natürlich. Haben wir doch jetzt mal schon gesehen. Das ist echt geil. Und das macht sie zur Entspannung? Ja. Nach einem langen Tag Hardcore-Pornos-Tune. Warum nicht? Man kennt's. Wie entspannst du, ne? Die Pizza ist bald Frühstück. Ich habe jetzt Pizza mit Heuschreckensalami gegessen. Das war offensichtlich mein Frühstück. Nein, ist dein... es gibt noch anderes Frühstück. Aber was ist denn jetzt mein Frühstück? Was ist mein Frühstück? Sie hat gesagt, sie hat Frühstück gemacht. Ich dachte, es wäre die Pizza. Jetzt habe ich die Pizza gegessen, aber es war nicht mein Frühstück. Der Kaffee? Ist der Kaffee mein Frühstück? Käseschinken. Ja, komm, das ballern wir jetzt auch noch rein. Gut. Und ich esse alles auf. Ich esse ganz brav alles auf. Da geht wohl jemand gerne baden. Das ist echte Profi-Ausrüstung. Das sehe sogar ich. Okay, my friends, wir werden jetzt einfach aus der Wohnung gehen. Sie vertraut uns ja, dass wir jetzt keinen Schabernack tun. Und wir werden jetzt rausgehen. Und dann werden wir das nächste Mal in diesem Game weitermachen. Ich muss noch weiter runter, ne? Nehmen wir doch diesen Ausgang. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. So, verlasse das Gebäude. Wir haben es verlassen. Es gab jetzt ein paar Punkte. Street Cred. Triff dich mit Takebura. Alles klar. Also, wir werden jetzt vielleicht erstmal die Quest aussuchen. Welche denn? Apartment Perales hätten wir. Rivers Nachrichtenhand. Also, Judy wird sich wahrscheinlich melden. Dann werden wir vielleicht erstmal hier diese Perales-Quest machen. Oder, was habe ich noch aufgeschrieben? Panem wollte ja was von uns. Gehen wir erst zu Panem oder machen wir das? Ich glaube, wir wählen erstmal das aus und gehen danach zu Panem. Wir überlegen einfach das nächste Mal, was wir tun. Aber irgendwas in diese Richtung. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr damit am Start seid. Und wenn ihr Entertainment, Spaß, Spannung und Abwechslung hattet. Ja, siehst du. Deswegen muss ich jetzt auch aufhören.